Bro, alles okay hier drin? Das hört sich an, als hätte man einem Nilpferd in die Kacholis getrieben. Es geht zu Ende. Etwas düster für unsere Videos, findest du nicht? Die letzte Folge von The Big Bang Theory nähert sich, das heißt, sie ist bald vorbei. Keine neuen Folgen für immer. Wow, okay, also ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Fan bist. Du verstehst das nicht! Das ist eine Prinzipsache, okay? Sitcoms sind dafür da, um uns einen Moment lang unsere eigenen Probleme vergessen zu lassen und uns mit Geschichten gewisser Charaktere zu bereichern und uns zu zeigen, dass sie mit weniger wichtigen Problemen innerhalb von 20-minütigen Episoden fertig werden. Und das Woche für Woche. Also, ne? Und worauf willst du jetzt hinaus? Jetzt geht The Big Bang Theory, die langlebigste Sitcom aller Zeiten, zu Ende. Und es erinnert mich daran, dass meine Probleme echt sind und dass alles, was gut ist, zu Ende geht. Das Leben ist sinnlos. Da wurde mir klar, ich musste etwas unternehmen. Nicht nur, weil es meinem besten Freund schlecht ging, sondern weil das safe die nächsten Wochen so drauf sein würde. Und ich meine, scheiße, Mann. Das ist so ziemlich das nervigste Geräusch, das jemals von einem Lebewesen produziert wurde. Und naja, deshalb bin ich jetzt hier. Denkst du, du könntest mir weiterhelfen? Bratura, du bist beim richtigen Bratan. Ich kann dir helfen, ich kann dir alles besorgen. Was willst du? Welche Serie willst du? Alles? Ich kann alle besorgen. Alles? Ja, richtig, alle. The Big Bang Theory? Auch Big Bang Theory, Brat 1, Brat 2, Brigade, alles was du willst, dabei komm rein. Ah, okay. Wer ist der beste Freund der Welt? Einmal eine komplette Staffel ungesehener Big Bang Theory Folgen mit extra viel Freundschaft zum Mitnehmen, gern geschehen. Was? Wie? Naja, du weißt ja, dass ich der krasseste Mensch auf der Welt bin und auch ein ziemlich guter Freund. Und dachte ich, wenn ich dir damit eine Freude machen kann, dann... Du bist der krasseste Mann, dankeschön! Ich weiß. Wollen wir jetzt runter und filmen? Raus! Raus! Aber wir haben einen Gast. Raus! Jetzt, raus! Hey, was gab Leute, das ist Slavik. Ich bin Slavik, hallo. Jetzt sagst du eigentlich, wer ich bin. Naja, egal. Willkommen zu einer neuen Folge von... Filmgeek! Okay Leute, wir haben heute eine ganz besondere Person zu Gast. Die wohl wahrscheinlich einzige Person, die ich finden konnte, um Jays unerträgliches Stöhnen zu beenden. Slavik konnte uns nämlich durch seine Connection ungesehene Folgen von Big Bang Theory besorgen, auch wenn er mir nicht erzählen möchte, wie genau. Wie genau eigentlich? Moment, in Kassel. Ja, das sagt er die ganze Zeit. Also vielleicht sagst du den Zuschauern einfach mal, was du mitgebracht hast. Wir sind schon alle mega gespannt. Dabei, Bratuch, kein Problem, ich mach das. Dabei, ciao. Bratan, ciao, um was ging? Naja, ich dachte, vielleicht erzählst du den Leuten von das, was... Natürlich kann ich erzählen. Soll ich anfangen jetzt? Ja. Короче, Bratuchas, ihr kennt alle Serie Big Bang Theory, Theory, dies, das. Короче, jetzt zu Ende gegangen. 12 Staffeln, jetzt im Mai, все, короче, vorbei. Und an all die nicht kennen, da geht es so um Ray, Sheldon und die waren am Anfang, du weißt, niemand hat ihre Pirre gemacht, dies, das. Und plötzlich... kam irgendwann, hat diese eine da mit der Amy, du weißt schon, was ich meine, ja? Auf jeden Fall ist jetzt vorbei, viele sind traurig, Jay ist traurig, bleibt alle traurig. Really sad. Very morbid. You notice, 12 Very years. Now who's gonna cry today? Is someone gonna cry today? Dings, Ari hat angerufen, gesagt, Slavi, komm, klär das mal, ist kein Problem, ich kann ja nicht nur, du weißt schon, was ich meine, klären, sondern ich kann auch ein paar Filme runterladen. Ich habe was runtergeladen, ich habe besorgt, nicht runtergeladen. Ich zeige euch jetzt ein paar Folgen. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst Russisch lernen. Ist aber nicht schlimm. Wir leben hier international. Von daher können wir das jetzt zeigen. Also wir blenden jetzt beides ein. Яблоко Ньютона не знали трех законов, а Дионис доказывал, что истина в вине. Guck, seht ihr? Hier Big Bang Theory, hier Theoretiker. So großer Unterschied ist da auch jetzt nicht, bleibt. Blende mal Adidas Zeichen ein. Adidas. Und Albibas. Auch kein Unterschied. Wenn du schnell genug gehst, merkt das keiner. Machen wir jetzt nochmal mit musikalischer Untermalung. Яблоко Ньютона не знали трех законов. Yo, das... Meintest du nicht, du hast originale neue Folgen von Big Bang Theory? Das sieht nicht danach aus, Mann. Bratan, da hast du schon mal was von Dankbarkeit gehört, Job. Das sieht viel eher aus wie Albibas. Und ich bin mir nicht sicher... Also, ja, vielleicht... Aber ich, sie, ich, aber... Hallo, Bratan.
Blende schon mal ein die neue Folge. Okay, wir haben ja gerade erst begonnen. Schauen wir mal, was bei The Theorist sonst noch so abgeht. Ich meine, Charaktere kann man ja wohl schlecht kopieren, oder? Okay, warte mal. Sollen das Leonard und Sheldon sein? Und ist das verdammt nochmal ihre Wohnung und ihre rote Couch? Nee. Warte mal, alles gut. Sheldon trägt statt einem Superhelden-Shirt mit braunen Haaren ein Goofy-Shirt mit blonden Haaren. Ist also ganz anders. Seht ihr? Ist anders. Und wer zur Hölle ist das? Penny? Penny sieht so aus, als würde sie sich gerade auf ihre Schicht vorbereiten und das nicht in der Cheesecake Factory, sondern im Stripclub. Wow, okay Leute, die Situation ist bis hierhin etwas extremer als angenommen, aber schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Wer fehlt denn jetzt eigentlich noch? Howard und Raj, oder? Was geht bei denen so? Kann mir bitte irgendwer erklären, warum der Wallowitz-Fake breiter ist als der Türsteher? Warum? Warum genau er? Und Raj? Warte mal, warum ist Raj weiß? Come on, really, bruh? Ich meine, ihr macht diese Serie schon schamlos 1:1 nach und dann findet ihr keinen einzigen indischen Schauspieler? Oder vielleicht gibt es wirklich keine indischen Schauspieler in Weißrussland. Ich weiß es nicht, weiß das irgendwer von euch? Auch der Name wurde angepasst. Aus Raj macht Nikolaj. Ach, und ich habe noch nicht mal mit diesem random Typen angefangen, der da noch irgendwie mit dabei ist. Wer zur Hölle soll Nerd Nummer 5 sein? Stuart vielleicht? Könnte sein, wobei der im Original eigentlich nicht die ganze Zeit mit dabei ist. Euer Ernst gerade? Hey Jay, wie geht's? Wie haben dir die Folgen gefallen? Schauen wir uns doch einfach mal an, was in dieser Serie passiert, hä? Lass es doch mal kurz machen. Klingt doch extrem spaßig, oder? Extrem! Im Grunde werden in der ersten Folge alle Charaktere erstmal vorgestellt, weil das eben die erste Folge ist. Das macht ja noch Sinn. Ach ja, könnt ihr euch eigentlich an diese typischen Runden aus der Originalserie erinnern, wo alle vier Nerds zu Hause bei Sheldon und Leonard in der WG chillen und alle zusammen was essen? Tja, das Essen aus der weißrussischen Version sieht mindestens genauso einladend aus. Echt lecker. Da hat man ja voll Bock, sich zu den Leuten dazuzusetzen. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber damit ihr mal einen qualitativen Einblick in diese Serie bekommt, haben wir einen Clip für euch. Nice! Achso, warte, ihr wolltet wissen, wie die Cheesecake Factory in dieser Serie aussieht? Na, da habt ihr es! Ein Tisch, ein paar Aufbäubrötchen und Plattenbauten im Hintergrund. In dieser Szene versucht Fake Leonard dann zu flirten, indem er Fake Penny sagt, dass sie ihm ein Brötchen zu wenig gegeben hat und anscheinend eine schlechte Beziehung zu ihrem Mathelehrer hatte. Und das Ganze ist extrem cringe. Jetzt ohne Witz, kommt es nur mir so vor oder wirkt Fake Leonard in dieser Version viel notgeiler als im Original? Vielleicht liegt es auch nur an der Sprachbarriere, aber ich finde, Leonards Nervosität hat im Original noch einen gewissen Charme und hier wirkt das einfach nur ein bisschen creepy. Zu guter Letzt haben wir noch Mr. Undefinierbar und den weißen Raj in einem Battle an dieser durchsichtigen Tafel, wo einfach offensichtlich nichts draufgeschrieben wird. Ich meine, komm schon, das hätte man schon ein bisschen besser faken können, oder? Das Ding ist, normalerweise sagen wir auch irgendwas Gutes in unserem Fazit, aber ohne Witz, diese Serie war wirklich einfach nur nervig anzusehen. Mein Kopf hat echt wehgetan, als ich mir das angeschaut habe und das sage ich gerade nicht nur aus Witz, weil ich in dieser Folge hier der Wütende bin, sondern das war wirklich nicht geil. Weil was ist das für eine Serie? Das Ganze fragte sich Chuck Lorre, Produzent von The Big Bang Theory, übrigens auch. Und deshalb leitete er auch gegen die schlechte Imitation rechtliche Schritte ein. Oder er versuchte es zumindest. Denn anscheinend war es so, dass die Produktionsfirma hinter der schlechten Imitation einfach mal von der weißrussischen Regierung gefördert wurde. Und naja, man kann schlecht eine Regierung verklagen. Und deshalb unternahm Mr. Lorre stattdessen auch etwas anderes. Vielleicht ist euch das ja noch nie aufgefallen, aber Chuck Lorre benutzt am Ende jeder Folge seiner Serien einen kurzen Moment, um den Menschen in Form einer sogenannten Vanity Card etwas mitzuteilen. Manchmal sind das witzige Sprüche, manchmal sogar politische Themen. Müsst ihr auf jeden Fall mal drauf achten, falls es euch nie aufgefallen ist. Und am Ende der 15. Folge der 3. Staffel von The Big Bang Theory machte Lorre mit Hilfe so einer Vanity Card seine Zuschauer auf diese Imitationsserie The Theorists aufmerksam. Und er hat natürlich auch erklärt, wie unrecht er das fand. Tja, und das bekam scheinbar auch die Darsteller von The Theorists mit. Den Schauspielern war nämlich scheinbar nicht klar gewesen, dass das Ganze nicht rechtens ist. Und zwar, weil ihnen anscheinend vorgegaukelt wurde, dass es sich hierbei um eine legitime Produktion handelte. Und die Schauspieler waren zum Teil so beschämt, dass zum Beispiel der Darsteller von Fake Leonard gekündigt hat und öffentlich dazu sagte, dass er nicht gewusst habe, dass es nicht offiziell sei und dass das der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen ist. Ziemlich hart. Aber dadurch wurde die Serie einfach mal abgesetzt. Was voll krass ist. Hier aber nochmal an alle Fans da draußen, die sich eine Alternative zu The Big Bang Theory erhofft hatten. Es tut mir leid, diese gibt's nicht. Denn glaubt mir, wenn ich sage, dass ihr euch diese Serie nicht
selber antun wollt. Ihr seid nämlich auf jeden Fall viel besser dran, euch einfach Wiederholungen von The Big Bang Theory anzugucken, was ich jetzt auch tun werde. Deshalb werde ich jetzt nach oben gehen, mir Wiederholungen angucken und es gibt nichts, was irgendjemand dagegen tun kann. Okay? Es gibt nichts, was ihr tun könnt! Ja, aber das kriegen wir irgendwie wieder hin. Und an deiner Stelle, Aria, würde ich mein Geld zurückverlassen. Scheiße, Slavik, Mann, du hast es echt vermasselt, Mann. Alles gut. Ist nicht schlimm, bisschen Drama, gefällt ihm schon. Naja, das war's mit den neuen Folgen von Big Bang Theory oder auch nicht. Schaut trotzdem mal bei Slavik auf seinem Kanal vorbei, der testet irgendwie Hubschrauber gerade. Ja. Warum Hubschrauber, Mann? Du weißt schon was, Schweine. Guck mal vorbei, Slavik Escobar. Ey, das mit dem deutschen Pass, Mann, das kann ich nicht mehr machen, Mann. Du hast... Das war doch ja, Mann, alles, alles gut, alles gut. Ich gönn dir, ihr könnt ein bisschen Russisch lernen damit. Du weißt, nicht nur Bratan und Blatt, gibt noch ein paar andere Schimpfwörter. Könnt ihr abschrecken, ich kläre das schon, warte. Hallo, Bratan. Короче, у меня другая идея есть. Немножечко наш план изменим. Хорошо, Bratan. Все понял.